Schaffe ich es mit großen und kleinen Fahrzeugen über XXL-Nudeln rüberzuspringen? Guck dafür das Video bis zum Ende. Ich versuche heute mit diesen ganzen Fahrzeugen und vor allem auch diesem kleinen Ferrari über diese Riesennudeln rüberzuspringen. Nein, mein Ferrari, was macht der? Ja, so kann das Ganze doch gar nicht funktionieren. Aua! Na gut, dann nehmen wir halt hier diesen Lowrider. Wie cool der aussieht. Lasst auf jeden Fall ein Like und auch ein Abo da für tägliche Videos. Oh Gott. Oh Gott, und vor allem auch für Tierlauf-Videos, Freunde. So, schaffe ich es rüber? Was meint ihr? Ja oder nein? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein? Ich würde sagen, das hier ist auf jeden Fall erstmal ein Nein, aber generell gefragt. Ja, mit diesen ganzen verschiedenen Fahrzeugen. Und au, das waren heiße Spaghettis. Ich glaube eigentlich, dass man vor allem mit diesen großen Fahrzeugen das eigentlich schaffen müsste, ne? Und diese Nudeln, was sind das für Nudeln? Das sind so... Ich glaube, es sind so japanische Ramen. Ich glaube, die heißen so, ne? Da sind so irgendwie noch so... Wurstfleisch oder irgendwie, ach, weiß ich auch nicht, was da irgendwie drin ist. Irgendwas ist da auf jeden Fall drin, irgendein Ei noch und Frühlingszwiebeln und irgendwelche Gemüsesachen. Keine Ahnung, Freunde, sieht auf jeden Fall lecker aus und auch mit dem Lambo habe ich es nicht rüber geschafft. Da muss ich aber sagen, bekomme ich eigentlich ziemlich Hunger, wenn ich das so sehe. Naja gut, aber egal, wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, mit diesem Golfkart hier, schön mit Anschwung und Sprung. Oh ja, das sieht doch ganz gut aus. Oder auch nicht. Ich glaube, das wird... Au! Und... Mann, ey, was mache ich denn falsch? Vielleicht muss man da irgendwie auch den richtigen Winkel treffen oder sowas. Gut, ich würde sagen, wir probieren es direkt weiter hier mit dem Gabelstapler. Fahren auch die Gabel nach ganz oben für die Aerodynamik. Ganz wichtig. Wir sind schnell genug, Freunde. Wir sind schnell genug. Das könnte doch was werden, oder nicht? Jetzt einmal nur ganz, ganz gezielt darüber springen und zack! Oh nein, ich glaube, das ist falsch. Der Lambo. Oh nein! Mann, also das war original gar nichts. Na gut, aber ihr seht es schon. Wir sind jetzt schon bei größeren Fahrzeugen. Jetzt habe ich schon den großen Ferrari hier am Start. Da kommen halt noch größere Fahrzeuge. Ist so krass, dass so große Dinger da kommen. Okay, wir machen weiter. Schön Nitro Boost aktivieren hier und Sprung. Was ist denn das hier? So Scheiben, gegen die ich gegenfahre. Und das war's, Mann. Rein ins Polizeiauto. Gucken wir mal, wie es mit dem Ding aussieht. Schön Slalom hier. Alles entspannt, ganz ruhig. Und... Okay, schön nochmal ein bisschen Boost. Das könnte was werden. Ja. Ja, nein. Auf jeden Fall aber schon mal über die Schüssel rüber. Ist ja schon mal nicht verkehrt, aber auch nicht auf die andere Seite gekommen. Na, ganz toll. Jetzt stehen wir hier und rollen noch zum Ziel oder was. Aber ich habe das Gefühl, Freunde, früher oder später muss es was werden. Also ich denke eigentlich schon, dass das noch klappt. Vielleicht dann mit diesem Monster Truck hier. Der ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich wackelig unter... Wackelig unterwegs, ja! Und rüber. Nein, das wird nichts. Das haut doch vom Winkel her gar nicht mehr hin. Und nein, nicht auf den Tank rauf. Oh, Glück gehabt. Alles gut, ich wollte hier sowieso lang. Alles entspannt. Wow, aber selbst davon, guck mal, selbst davon geht der Monster Truck gar nicht mal so stark kaputt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. Ich glaube, mit so einem Abschlepphook... Kann man das Ganze eventuell ganz gut hinbekommen. Man muss hier nur... Der ist schon wieder am Driften, ne? Das ist ganz schön schwierig, das Teil zu lenken. Und rüber. Ja. Gut. Nein. Oh, hängen geblieben an der Tomate oder was? Oh, Mann. Und jetzt ist er komplett Schrott. Okay, nein. So, dann geht's mal in den Urlaub. Ich meine, das ist ja so eine Nudelsuppe oder so Spaghettis, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine riesige Portion. Und wir haben hier unser Boot im Gepäck, ne? Damit könnte man das Ganze doch eventuell schaffen. Vor allem mit dem Boot. Wir müssen nur aufpassen, dass das Boot nicht hinten einfach so runterfällt. Ja. Könnte was werden. Oh, das Boot ist auf jeden Fall schon mal hinten durchgezogen. Wir fahren hier gegen die Scheibe und das Boot, kann es jetzt in der Suppe drin schwimmen? Wahrscheinlich nicht. Na, ganz toll. Okay, es reicht mir jetzt. Wir haben jetzt genug Fahrzeuge ausprobiert. Jetzt möchte ich auf jeden Fall mal mit diesem LKW hier ausprobieren. Das könnten wir schaffen. Oh, und Sprung! Ja! Oh mein Gott, das sieht gut aus! Oh mein Gott! Nein! Ey, aber wir sind rübergekommen. Ich meine, der LKW ist komplett Schrott und man kann nicht mehr mit ihm fahren, aber immerhin auf die andere Seite gekommen. Aber die Frage ist jetzt, ob wir es auch schaffen, auf die andere Seite zu kommen, ohne dass das Fahrzeug natürlich kaputt geht. Also von der Geschwindigkeit her schon mal sehr, sehr gut. Aber wir wollen natürlich auch heilen und clean drüben landen. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht dann mit diesem LKW, aber nicht, wenn der so fährt und... Au! Au! Sag mal, was macht der denn hier? Aua! Nee, es reicht mir jetzt. Ich nehme jetzt hier dieses Eisauto. Ich weiß nicht, welche Rampe ich nehmen soll. Rechts oder links? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die linke Rampe vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Ich weiß es aber nicht genau. Also, ich könnte mir das aber vorstellen. Gut, wir probieren das aus. So, schön hier Schwung und Absprung! Oh, ja. Nein. Nicht so. Au.
Nee, also so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Guckt euch mal an, was ich jetzt hier habe. Ein Bus mit 2 Stöcken, mit 4 Stöcken und mit 10 Stöcken. So ein Londoner Schulbus oder so ein Londoner Bus. Man kennt die doch. So, also, wir probieren erstmal 2 Stöcke aus. Der stinknormale Bus. Mal gucken, ob das damit geht. Ich meine, das sind ja auch ziemlich, ziemlich große Fahrzeuge. Und die sind aber auch schwer, aber sehr schön. Genau davon rede ich. Nein! Mein Dach hat es geschafft, aber ich nicht. Oh Mann, genau davon habe ich doch geredet, sag mal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ja von den 4 Stöcken vielleicht schaffen könnte. Gesagt, getan, würde ich was sagen, ne? Hier, komm schon. Oh Gott, das könnte ein bisschen knapp werden mit dem Schild oben. Passt das? Alter, das Schild war ein bisschen im Weg, würde ich fast sagen. Aber nicht schlimm, wir probieren es aus. So, hier schön lang und... Oh nein. Warte mal, das könnte doch als neue Rampe nutzen. Neue Rampe und... Ja, los, los, los. Nein, ey, Mann. Es kann doch nicht sein. Es lief so gut. Es lief so gut. Ey, ich dachte, ich könnte es schaffen. Aber wenn der jetzt schon noch weiter gekommen ist als der erste, dann vielleicht der mit den 10 Stockwerken. Alter, guckt euch an, wie hoch der einfach ist. Gut, 10 Stockwerke. Wir probieren es aus. Am besten jetzt diesmal nicht das Schild da mitnehmen, ne? Diesmal lieber ein bisschen entspannter. Aber, oh ne, da kommt noch ein Schild. Damit habe ich nicht gerechnet. Und, au! Oh nein! Hey, Korrektur, Korrektur! Was ist denn das? Oh nee, ne? Was versucht denn der Bus da? Will der hier irgendwie einen Geheimtrick nehmen? Geheimweg oder was? Jetzt liegt der da auch noch im Weg. Jetzt muss er noch über den rüberspringen oder was? Jetzt muss ich hier schon noch wegkommen irgendwie. Komm schon. Ja. Und weg hier. Wenigstens aus dem Weg räumen. Na, wenn ich schon nicht rüberkomme, dann muss ich ja mich, meinen anderen Autos da nicht behindern. Probieren wir es aus. Der Schulbus, um rüberzukommen. Ich habe das Gefühl, dass der das schaffen könnte. Beziehungsweise eigentlich schaffen müsste. Komm, der ist so schnell. Also... Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir haben ein gutes Gefühl. Und wir legen los hier. Und Sprung. Oh, ja. Nein. Oh Gott. Nein. Was? Ey, ich hatte es ein bisschen im Blut, muss ich sagen. Aber er hat es trotzdem nicht geschafft. Was meint ihr? Ferrari oder Hook? Wer schafft es eher von den beiden? Ferrari oder Hook? Einer von den beiden muss es schaffen. Hook oder Ferrari? In die Kommentare. Schreibt mal rein hier. Hashtag Hook oder Hashtag Ferrari. 3, 2, 1. Okay. Ich würde sagen, die meisten haben wahrscheinlich Hook oder Ferrari. Hook, ich weiß jetzt auch nicht, was ihr geschrieben habt. Ich würde sagen, wir starten mal mit Hook rein, weil Ferrari halt so schnell, der Ferrari ist so schnell und so, der müsste es eigentlich easy schaffen. Vielleicht schafft es aber auch Hook easy, wir gucken mal. Und, oh, das Schild ist auf jeden Fall schon mal weg. Und jetzt ist das Gefährliche, und dass man nicht, dass man so rum... Meine Rampe! Stehen geblieben! Oh Gott, nein! Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Auf einmal fehlt da einfach die Rampe, Rückwärtsgang. Die Rampe ist einfach komplett durchgezogen, sag mal, was soll das denn? Wollten die mich hier... Das war der Ferrari. Ich glaube, das war wirklich der Ferrari. Die wollten mir hier eine Falle stellen, habe ich das Gefühl. Na gut, nehmen wir halt hier den Rückwärtsgang und probieren das noch einmal aus. Hier funktioniert die Rampe ja wenigstens noch. Und Sprung! Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr... Ah! Los! Und du schaffst es! Ja, komm! Ja! Ja, oh mein Gott, mit Ach und Krach hat Hook es rüber geschafft. Aber schafft es jetzt der Ferrari auch? Und ein bisschen ist Hook ja beschädigt. Ich glaube, der Ferrari sollte es dann easy packen. Mr. Ferrari, gucken wir mal. So, und es geht los. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bekommen wir doch alles hin, bekommen wir doch alles hin. Hier schön weg da mit diesem Ding. Und dann würde ich fast sagen, und Sprung. Oh mein Gott, was für eine knappe Landung. Brems. Ausweichen, Hook war am Weg und angehalten. Alter, und der Ferrari hat es tatsächlich geschafft und auch am cleansten. Also Props gehen raus an alle, die Hashtag Ferrari in die Kommentare geschrieben haben. Lasst mal ein Like da, wenn ihr richtig lag, Freunde, und auch wenn ihr richtig gerade habt, dass es die Fahrzeuge schaffen. Jetzt wisst ihr, was für Fahrzeuge es schaffen. Also anscheinend schaffen es auch eher die größeren Fahrzeuge von den ganzen, ne? Ich würde sagen, das hat mit dem heutigen Video Tiere gewesen sein. Lasst mir ein Like und noch ein Abo da und checkt mir ganz, ganz schnell noch eins von meinen Videos aus. Klickt drauf, guckt es euch bis zum Ende an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.